Ja, hallo, herzlich willkommen hier. Let's Play Blood Bowl mit mir Elos, Artificial Intelligence, gegen die Madden Scientist Unterwelt. Das Team ist ganz schön geschröpft worden. Ich glaube, da leben noch 6 Leute. 5 sind aber nur unverletzt. Ist, glaube ich, auch Tabellenletzter im Augenblick. Wird jetzt mit Söldner aufgefüllt und hat 290 in der Tageskasse. Hier sind die ganzen Söldner, die wir sehen. Stichgob. Mhm. Einen Zauber haben sie angeheuert und 2 Fässer Bloodweiser Babes. Okay. Einen Zauberer. Hoffen wir mal, dass der Zauberer da nicht so viel macht. Die Madden Scientists, die hatten auch einen guten Unterwelt-Goblin, der war Stufe 3, aber ich habe gehört, den hat der Warpstein-Troll letztens gefressen bei einem Wurfversuch. Mal gucken, was hier heute wieder für lustige Sachen passieren. Wir haben ja auch noch eine Verletzung. Ich habe jetzt diesmal auch mal, ich meine, es ist das letzte Spiel diese Saison, ich habe mal Cheerleader gekauft. Ja. Gute Ratten-Cheerleader. Muss auch mal sein, finde ich. Und da geht's los. Ja. Hier sehen wir sie, wie sie mit ihren Glocken läuten. Und erstmal Felder wieder anmachen. Okay, sie wählen Kopf. Boah, das Wetter ist schön. Genau, Feldspieler. Feldspieler. Iketierbändiger geht da auch noch in die Mitte. Auf alle Fälle Brechgang. So, die entscheiden sich für Empfangen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einstecken. Mal gucken, dass uns die. So, ich habe mit Püte habe ich auf alle Fälle hinten stehen. Mit der hat jetzt Blocken. Den können wir hier eigentlich mal rübernehmen. Mal gucken, dass wir hier so viele wie möglich umgehauen kriegen. So, mal rauszoomen. Oh, und Brechgang wird den Ball schlagen. Beim Skavenblitzer stehen hier hinten. Das eine ist. Ach naja, der hat Knochenbrecher. Müssen wir aufpassen. Okay. Warpstein-Troll geht auch raus. Wo sind denn die ganzen Söldner, Einzelgänger? Wo sind diese ganzen Unterwelt-Goblins? Ja, aber ein paar mehr müssen hier auf alle Fälle an die Line of Skirmish ran. Die Schiedsrichtergilde hat beschlossen. Und da gehen natürlich 3. Söldner ran, ja, verständlich. Der Warpstein-Troll geht hier nach links, der ist hungrig, da müssen wir aufpassen. Also wir nicht, aber die Goblins auf alle Fälle. Und wenn natürlich der Warpstein-Troll hier auf der linken Seite ist, dann. Oh, da ist schon ein Unterwelt-Goblin. Ich weiß gar nicht, kriegt der eigentlich, wenn er einen frisst, Starspielerpunkte? Das wäre natürlich lustig. Noch 4, ja. Wenn ein Haufen Goblins, wenn die Goblins aus dem Weg sind. Ein Werfer, 2 Blocker. Das Gute ist, also was auch blöd ist, sind die halt, die alle untereinander feindselig sind, beziehungsweise die Skaven sind halt feindselig auf die anderen. Und Brechgang schlägt den Ball weit ins Aus. Und die Madden Scientist kriegen noch einen Wiederholungswurf. Und der Ball liegt hier auf Fuggen, dem Unterweltkoppel. Und der Blitzattacke hier in der Mitte. Knetim. Hat aber nicht nachgerückt. Ja, und die Goblins müssen dann natürlich unsere Tackler
und unsere Klammerschwanz-Experten auf alle Fälle ranstellen. Hey, ich hol mir auch einen. Bin in 5 Minuten wieder da. Seit wann machst du denn Big Boots? Bestens für Blitzen hier. Ja, wenn man natürlich zack blitzen so. Und da wird er geworfen. Ja. Und Einzelgänger, er will nicht. Aber er hat ihn immerhin nicht gefressen. Das ist ja auch schon mal viel wert. Das ist mehr, als ich jetzt erwartet hätte. Und da rollt, da wird jetzt ein Goblin Käfig gebaut sozusagen. Und der Zauberer. Aber kein Zauberer. Ich würde sagen, dann machen wir hier als erstes mal in der Mitte ein bisschen Luft. Gucken wir auch nach. Das erste und wichtigste ist hier auf alle Fälle. Kommen wir nicht vernünftig ran. Dass wir nämlich Brechgang an die Leute hier rankriegen. Mit unserem Klammerschwanz. Ja, leider. Mal immer nochmal nachziehen. Und dann kann er ausweichen. Ja, probieren wir hier mal einen festzuhalten. Hast du schon mal von den Skaven Scramblers gehört? Ja, Jim, das habe ich. Genauso wie hier. Warum reden wir hier über die Skaven, wenn wir hier ein Unterweltteam auf dem Platz haben? Bleib bei der Sache. Ja, ja, ich weiß, Bob. Aber die Skaven Scramblers sind dafür bekannt, die besten Spieler ihres Clans zu sein. Einige andere Spieler des Clans waren neidisch und haben den Clan verlassen, um sich den Unterweltgoblins anzuschließen. Direkt mal nach. Und da gibt es gleich die erste Verletzung. Oh, tot auch noch. Uiuiui. Wir haben uns ja mittlerweile einen Sanitäter geholt. Und auch einen Sanitäter. Schwer verletzt. Ja, jetzt wird wahrscheinlich dieser Bug wieder zutage kommen, dass der jetzt einfach nur am Rand steht. Oder? Irgendwer muss mir mal sagen, ob das auch wirklich ein Bug ist oder nicht. Weil ich würde ja sagen, ja. Weil der ja sozusagen draußen war. Und da gibt es auch gerade hier schon die ersten, naja, ich sag mal nicht Beschwerden, aber ich kann das natürlich schon verstehen. Sein Team wird da immer ganz schön aufgemischt. Ich glaube, im ersten Spiel ging das schon so richtig übel los. Und wir werden uns auf alle Fälle hier hinten noch die eine oder andere Ratte hier vorhalten, falls es da Wurfversuche gibt. Und Minik ist natürlich bereit für den Ball. Entschuldigung. So, Blitzattacke, Troll, ja, geht auch zu Boden, Filterkriecher. Ist betäubt. Und dann wird hier jetzt in der Mitte ein bisschen geräumt. Geht direkt daneben zu Boden. Und, Klammerschwanz hat nicht geklappt. Über seine Familie herzuziehen. Nicht so nah am Troll stehen. Kann auch ausweichen. Jetzt haben sie, das ist natürlich ein Team, was wirklich viel und sehr, sehr viel auf alle Fälle ausweichen kann. Ist gesprintet. Problemlos. Und jetzt wird hier geblockt, geschoben. Sehr schön. So, gleich mal den Klammerschwanz umgehauen. Achso, der Zauberer ist noch dran. Und kein Zauberer mehr. Thank you.
Mir geht er auch zu Boden. Aber auf Alpha ist hier Brechgang der. Der sich da möglichst in vielen Trollen, was auch immer, hier wiederfinden muss. So, schieben wir mal. Und schieben den da auch nach außen. Aber die Fans lassen ihn am Leben. Schade, schade, schade. Sehr schade auf alle Fälle. So, dann stellen wir den jungen Mann mal hier noch zu. Und Minik haut da mal nochmal nach hinten. Und dann sind wir eigentlich durch, denke ich. Ja, wir müssen jetzt Zugriff auf den jungen Mann hier kriegen. Auf Fugin. Ja, hat auch schon den ersten Wiederholungswurf gekostet, gerade die Aktion. Und nicht gefangen, doch gefangen. Ja, The Jeril hat jetzt den Ball. Ein Skavenblitzer. Und wir sehen eine Blitzattacke von dem Warpstein-Troll, der hier auch nach K.O. geht. Uiuiui. Achso, erstmal auf den Zauber warten. Der junge Mann hat Blocken. So, erstmal den hier wegschieben, aber nicht nachrücken. Dann können wir den jetzt blitzen. Das wäre schon gut, wenn der zu Boden geht. Geht er aber nicht. Ach, jetzt habe ich Blocken gehabt. Ach, nein, okay. War jetzt ein bisschen dämlich. Schade. Auch nicht blocken. Da ist der Troll da auf alle Fälle schon mal raus, ist der Mitte. Und der hier steht gut eingebaut. Und der Troll ist leider nur K.O., ne? Nee, auf der Seite muss er liegen. Naja, da liegt er ja. Okay, so. Mein schöner Tackle. Niedergerungen von Goblins. Und Blitz auch nochmal auf nächsten Feldspieler. Ja, und Goblins haben ja ganz schön was um gerade. Das macht Freude. Abfangversuch fehlgeschlagen. Jetzt sehen wir einen Wurf wahrscheinlich hier. Vermasselter Pass. Und der Ball liegt auf. Nimm Skaven. Achso, Zauberer. So, jetzt mal gucken, ob der Zauberer. Ja, der Feuerball. Ja, heilen. Und wird schwer verletzt, mein Werfer. Aber ich hoffe mal, dass der Bug dann jetzt bei mir auch auftritt und der jetzt hier einfach wieder an der Seitenlinie auftritt. Insofern es denn ein Bug ist, ja. So, haben wir natürlich hier ganz schön die Suppe verhagelt.
wer der größte Skaven-Spieler aller Zeiten ist? Tosh Vielhand natürlich. Er hatte zwei Köpfe und vier Arme. So, dann wollen wir da mal den Ball rübergeben. Ich denke mal, das klappt auch. Sehr schön. Wir hatten einen furchtbaren Streit und er hat sich dann selbst erdrosselt. Und dann... Machen wir hier mal den Kleinen um. Zur Zeit, dass sich das Knochenbrechen hier mal ein bisschen auszahlt. Sehr schön. Und der Söldner geht zu Boden. Und schwer verletzt. Oh, okay. Und ich würde mal sagen, Touchdown. Dass wir hier auch gar nicht in Verlegenheit kommen. Lieber versuchen, mehr Touchdowns zu machen. So, ein Goblin liegt draußen. Okay, der Warpstein-Troll kommt zurück. Das ist natürlich ärgerlich. Wir können eigentlich auch so stehen bleiben. Bei uns sind ja auch alle wieder da, sozusagen. Ja, zwei Verletzungen schon, wobei wir eine von ihm durch den Zauberer, durch diesen riesen Feuerball da. Ja, den fies eigentlich. Ich will sowas auch. Okay, der Warpstein-Troll geht in die Mitte diesmal mit den Gobos. Wir ja auch noch ein bisschen Spaß haben, sozusagen. Und das war von Knetim gerade ein Pass, geil. Hat er gut gemacht, hat er das. Vor allem, dass er beim Feuerball stehen geblieben ist. Niemand kann das vergessen. Das war ein Glanzpunkt der Blattbodengeschichte. Nur im Brechgang gehen wir wieder da rein, wo die meisten Gobos sind. Das war schöner. Ah, okay, nimmt dann doch wieder raus. Schöne Klammerschwanz-Sache haben auf alle Fälle. Werden die. Kommt es auf jeden Zentimeter an, sozusagen. So, Ball rollt, sag ich mal. Und los geht's. Sehen wir, wo er diesmal hingeht. Springt weiter ab. Zack. Der war jetzt gar nicht so weit abgesprungen. Okay, es ist sehr sonnig. Also auf alle Passproben minus 1. So, mal gucken, was die verrückten Wissenschaftler jetzt machen. Was sie dafür Anweisungen von ihrem Trainer bekommen. Aber es ist schön, dass man auch als Skaven-Team mal so ein bisschen einen Prügler spielen kann. Ich mache das ja eh zu viel zu oft, mich da wirklich zu prügeln. Ich glaube, in der nächsten Saison muss ich wirklich mal einen Prügler spielen. Da haben Sie auch recht. Wenn man bei dem Spaß nicht mitmachen möchte, sollte man zu Hause bleiben und fernsehen. Und der Werfer Richtung Ball. Er hat den Ball wieder. Und der Gobo hat den Ball. MA6 sind natürlich auch nicht die schnellsten, ja. Kommen mal locker an den Gobo ran da oben im Augenblick noch. Mit so ziemlich allen. Mit so ziemlich allen Gossenläufern.
Mal gucken, ob wir den umgelegt kriegen. Nein. Das ist jetzt natürlich doof. Mal außen rum. Kommen wir nicht. Hm. Kennst du Schädelquetscher? Sieht es denn auf der Seite also aus? Er soll sich entschieden haben, nicht mehr so brutal nur einmal ausweichen. Jedenfalls hat er gesagt, dass er seine Gegner viel schneller absorbieren wird. So, dann mal dahin. Klappt. Den armen Kleinen mal blocken. Ja, wiederholen. Doppel 1, so Mist. Dann hätte ich nämlich ihn hier mit rangestellt. Oh, sehr gut. Oder so. Ich denke mal, das wird uns zwar auch noch nützen. Na, wenn wir jetzt natürlich so reinblitzen. Stehen wir direkt neben dem Warpstein. Wir können beide eine einwerfen, da hat er recht. Da hat er mal sowas von recht. Also gut wäre jetzt auf alle Fälle hier, wenn wir noch den ein oder anderen Gobbo umklatschen könnten, bevor es hier ernst wird. Vor Runde 2 auf alle Fälle. Das ist gut. Tackeln wir den mal. Keine Verletzung. Okay, dann können wir eigentlich auch... blocken wir ihn mal. Der war ja verletzt schon. Und jetzt wieder. Geht K.O. Gucken wir mal ihn, er geht auch zu Boden, auch sehr gut. Aber macht alles keinen großen Unterschied. Also, Ball aufnehmen. Und Sprint diesmal. Klappt. Ja, wenn er hier noch sprintsicher wäre. Oder sporten hätte, dann wäre das natürlich nochmal eine ganze Spur geiler, sag ich mal. So. So, kommt hier wer wieder hoch? Der K.O. gegangen ist, kommt wieder. Und bei mir standen ja soweit noch alle. Prinzipiell mit der derzeitigen Taktik wäre es vielleicht auch ganz gut, da mal den Jungen in die Mitte zu stellen. Kommen da die Goblins vielleicht nicht so weit weg. Und es ist auf alle Fälle gut, hier einen Vorsprung zu haben. So, wir haben 11 auf dem Platz. Ja, das sind die Blattweiser Babes halt, ja. Und die Kaola hier so schnell wieder rauskommen. Natürlich auch immer blöd, dass er. Hat er überhaupt noch einen normalen Goblin? Ja, ihn hier. Der versuchen sollen, vielleicht mit ihm den Ball zu nehmen. Dann hätte er noch einen Wiederholungswurf einwerfen können. Aber nun gut. Es gibt eine erstaunliche Statistik über einen Nachwuchs. Mini geht auf sein Level ab. Er hat bisher jeden Pass gefangen, der für ihn gedacht war. Ja, ich habe ihn gesehen. Dazu. Ach, stimmt, Brechwurm ist ja schon Stufe 2. Nur leider. Ja, blocken wäre halt schön gewesen. Ah, Tackle durchbrechen geht nur einmal pro Runde. Okay, gut zu wissen. Wieder was gelernt. Und die verrückten Wissenschaftler versuchen sich hier irgendwo noch einmal vernünftig aufzustellen. Mein Goblin ist buggy. Da kann er bestimmt nicht reinnehmen.
So, und Brechgang. Ja, eigentlich haben wir hier drüben eigentlich ganz gut geworfen, wo auch immer der Ball hingegangen ist. Das angreifende Team beginnt seinen Zug etwas früher. Ach so, er sieht ihn nicht. Ja, aber jetzt ist er wieder da. Steht jetzt Grundlinie. Und Bob, was hältst du von den Underworld Creepers? Ich denke das so wie alle, Jim. Sie sind bei so, also er geht direkt unter den Ball. Nun ja, Jim. Sie haben zwar nicht besonders viel Talent. Der Würfer nach der Werfer hier nach hinten. Die Skavenblitzer stehen hier noch bereit. Ein zweiter Goblin zum hat nicht gefangen. Ah. Sowas ist immer ärgerlich. Fällt ihm der Ball schon auf den Kopf? Und gleich nochmal weggesprungen, aber jetzt hat er im zweiten Nachfassen hat er genommen. Oh, hat er einen Wiederholungswurf für sogar einsetzen müssen. Mit Sprint. Übergabe. Ich sehe doch schon, was jetzt passiert. Na, kommt da jetzt bestimmt ein Flug, oder? Ein Flug-Goblo? Na, Blitzattacke hier. Oh, und K.O., ja. Chuck hier. Ja. Geht da nieder. Hat ja auch Knochenbrecher hier, der Gute. Und jetzt wird der kleine Goblin hier zugestellt. Dürfen wir natürlich uns nicht drauf einlassen. Saublöd. Sonst wäre hier jetzt, glaube ich, noch ein Goblin geflogen. Okay, das Tackle hat nicht funktioniert. Es gibt Teams, die einfach von der Bildfläche verschwunden sind. Das Tackle hat auch nicht funktioniert. Mensch. Sind diese Mannschaften, nachdem sie jahrelang keinen einzigen Sieg holen konnten, von ihren Fans zusammengeschnürt und auf die Müllhalde geworfen worden? Das ist der einzige Ausweg aus dem Tackle. Den Tackler hier stehen. Na gut, so jetzt, wie gesagt, müssen wir aufpassen, dass wir uns da jetzt nicht zu doll verrennen und uns den Gobbo hinten reinwerfen lassen und dann keine Chance mehr haben, gegen den irgendwas zu machen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Blitz. Dass wir zumindest schon mal irgendwie dran stehen. Mit so ein paar Leuten. Den wiederholen wir doch tatsächlich mal. Da fehlen mir fast schon die Worte. Das war zwar hammerhart, aber absolut egal. Drücken wir mal nicht nach. Die beiden Jungs ziehen sich immer ein bisschen zurück. Und Brechgang geht da mal nochmal rein. Nein, Brechgang hat wildes Tier. Gut. So, letzte Runde Madden Scientist. So, wir werden jetzt einen Wurf sehen, denke ich mal. Aber es dürfte eigentlich nicht ganz reichen. Nein, wir sehen erstmal einen Saublöd. Und einen zu Boden gehenden Trey, der von Goblins niedergezerrt wurde. Hier linke Seite Blitzattacke, Block. Da ist noch ein Wiederholungswurf drin. Wird aber nicht genommen. Wir sind jetzt 10-10 erstmal, sag ich mal. Wir haben ja. Naja, kein Saublöd, da wird er geworfen. Flieg und Sieg, kleiner Goblin. Doch, es reicht. Mit Sprinten reicht es. Landen, Erfolg und Touchdown. Ah. Wie er sich freut. Nochmal gucken. Yeah!
Gut. Ja, das ist natürlich immer gefährlich. Okay, ich hätte gedacht, hätte man zweimal sprinten müssen, aber gut. Gut zu wissen. Es fehlt uns natürlich. Nee. Ist er wieder da? Oder kann man ihn auch nicht sehen? Nee, okay, er ist wieder da. So, jetzt nehmen wir natürlich Trey hier raus. Und packen die Mini-Feldspieler da rein. Und jetzt die große Preisfrage, Bob. Werfer zurück. Was denkst du, warum haben sich die Skaven den Unterwelt-Goblins angeschlossen, um Blood Bowl zu spielen? Ich habe ja, alles so weit wie möglich nach vorne. Der Durchbruch ist auf der Seite besser. Weil wir abhängig von diesem Ding sind, haben sie beschlossen, ihn gemeinsam zu nutzen. Ah, also sehen wir heute ein Team, das aus zwei warpsteinsüchtigen Rassen zusammengewürfelt ist? Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist, Tim. Na, immerhin haben sich da zwei gesucht und gefunden, Bob. Können sie Hand in Hand auf so, würde ich sagen. So, jetzt kommt der Ball. Ja, braucht noch recht nicht ganz, um einen One-Turner zu werden. Aber gut. Die Spieler sind bereit. Ball. Okay, ich krieg einen Wiederholungswurf. So, kloppen wir doch hier mal den kleinen Gobbo einen um. Schade. Oh ja, sonst wäre sein Gesicht jetzt nur noch dran. Dann den Gobbo mal hier eine verpassen. Autsch, das kann nicht gesund gewesen sein. Mitten ins Gesicht. So, dann können wir hier noch dem Troll eine geben. Zauberer durften nicht immer sicher. Aber schade. So, holen wir uns noch, probieren wir uns noch einen Starspielerpunkt zu holen. Okay. Gut, erste Halbzeit ist vorbei. Es steht 1:2 fürs Gay Eye. Schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen blutiger. Tschüss!